herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality hier auf der Grünfelder Land. Ich bin immer noch hier am Pflügen, Tiefenlockern. Und ja, das wird auch noch eine ganze Weile dauern. Nein! Volker Varona, hallo? Hallo, Herr Varona. Hi. Jo, ich wollte anrufen, und zwar, der Richter sollte anrufen, klang aber ziemlich genervt und so, wegen Wasserwerk, und da wollte ich Sie fragen, ob er das auch getan hat und ob er, ob Sie da eine Lösung bekommen haben. Wie, wegen was denn? Weil Sie ja die Holzkohleproduktion haben. Hä? Ja, und? Ja, weil es da ja angeblich irgendwie zu Problemen oder sowas kommen soll, dass die Ware nicht abholen wollen oder sowas, habe ich gehört. Ach so, Sie rufen jetzt gerade im Auftrag der Gemeinde an. Ja. Ah, der hat mich gerade vorhin angerufen, der hat 5 Paletten Holzkohle bestellt. Hey, Servus, hey, krass, dass du anrufst, ja? Hey, ja, sorry, ja, der Typ, was hier wohnt, der ist halt gerade nicht da, ja? Also, der hat gerade 5 Paletten bestellt. Ah, okay. Und die holt er dann wahrscheinlich auch gleich ab. Er hat gemeint, er beauftragt jemanden, ja. Okay. Die können eigentlich auch noch was selber machen. Ja, das müssen sie. Vielleicht haben sie im Moment noch nicht die Fahrzeuge dazu, weiß ich nicht. Doch, also zumindest, ich hatte den ja mal gefragt, was sie denken, was sie brauchen, und das hatten wir alles bestellt. Also das ist ja kein Problem. Okay. Also eigentlich, sollten die das, naja, ich bin da jetzt auch mal ziemlich hinterher, weil es hat ja die ersten Mal nicht gut geklappt. Ja, okay. Jo, tschüss. Gut, dann viel Erfolg, tschüss. Ja. Ey, kaum leg mal auf, ich bin jetzt schon wieder so. Volker Varona, hallo. Ich habe Stefan Müller hier. Ah ja, hallo. Ich hatte Ihnen in Woods Farm eine Nachricht reingesendet. Mhm. Technisch Geld geben, Wasser. Was nochmal? Wir benötigen das Geld für das Wasser, 16.000. Ja, wie kommen Sie denn auf den Preis? Weil ich hatte mit dem Van Cannen 500 Euro ausgemacht. Ja, 500.000 Liter. Ja, 2000. 32.000 Liter habe ich gebracht. Hä? Wohin denn? Da gehen doch bloß 20.000 rein. Ja, also zu mir wurde so gesagt, ich soll so weit ich so viel wie geht in den blauen Turm und den Rest hier in den komischen Turm schräg gegenüber den Händler reinkippen. Ja, aber damit habe ich ja nichts zu tun. Was sollte ich jetzt so machen? Nee, wer davon da hat, sie kriegen das, was ich gekauft habe. Und was beim Händler drin ist, das können die Leute ihnen dann wieder abkaufen. Also wer da was rausnimmt, muss dann an Sie bezahlen. Dann warten Sie wieder in Ruhe. Das dachte ich nämlich schon. Dann sind es eben gerade nur noch 10.000. Ja, so ist recht. Die überweise ich Ihnen gleich. Vielen Dank. Ja. Dann tschüss. Tschüss. Soll ich auch noch Zeug bezahlen, was ich gar nicht brauche, was ich gar nicht nutze, ey. Ich glaube, ich spinne. Oh, hä? Lul. Drescher ist verschwunden, keiner hat was gesagt. Interessant. Gut, dann überweise ich den mal gerade die 10.000. So. Ist das auch weg. So, kann mal gucken, vielleicht findet sich ja jemand, der für mich hier den Pflug schwingt.
Folge war ohne. Hallo? Hallo, Trissler hier. Hallo, Herr Trissler. Sie haben Arbeit anzubieten, habe ich gehört. Ja, und zwar auf Feld 109. Ja. Müsste getiefenlockert werden. Ah, okay, ja, ich soll jetzt gerade noch vom Herrn Richter bei Ihnen, glaube ich, Kohle abholen. Ah, Sie machen das, okay. Ja, und dann könnte ich tiefenlockern, wenn bis dahin sich niemand gemeldet hat. Ja, sehr gerne. Weil dann, Sie wissen ja, Schafhof ist ja nicht so viel zu tun. Ah, okay. Oh, ich würde mich dann nochmal melden, ich mache mir jetzt mal auf den Weg. Jo, machen Sie das, vielen Dank. Jo, bis dann. Bis dann, tschüss. Na, ja, das ging ja flott. Vielleicht fahre ich dann auch mal gerade runter, wenn der kommt. Weil die Kohle. Bräuchte auch wieder Hackschnitzel. Oder ich laufe mal schnell rüber, weil wenn ich hier zwischen den Feldern durchlaufe, dann brauche ich ja nicht so lange. Jo, hallo? Bin fertig. Wie fertig? Fertig. Komplett? Ja. Lul, wie viel kam raus? Weiß ich nicht. Nicht viel. Hm. Anhänger ist noch nicht mal voll. Mist, okay. Gut. Also was zahlst du? Das drin. Nee, wie sehe ich jetzt auch nicht. Warte mal, ich komme gleich. Fahr die Bahn fertig. Ich würde dir pro 1000 Liter 550 geben. Volker Varuna? Hallo? Ja? Also, warum hast du aufgelegt? Keine Ahnung, irgendwie war die Verbindung weg. Mhm. Muss ich schon mal die Verbindungsmasten mal probieren, ne? Ja, wäre mal sinnvoll. Mhm. Dann mache ich das gleich. Rechnung schreibe ich an die Stadt, ne? Oder an dich? An die Stadt. Okay. Was war der Preis? 650? 550. Volker Varuna, hallo? Hallo? Jürgen? Ja? Bei solchen Zahlen, da spinnt mein Handy irgendwie. Echt? Naja, das geht dann immer aus. Dann machen wir 555. Also ich bin ja gern nett, aber ich muss auch ein bisschen Geld verdienen. Sag mal, dann 600? 625. 600. 10. Jung. Ich verkaufe. Nee, 625 passt. Ich mach schon Verlust. Passt. Ja. Gut. Ich bring dir den gleich in die Raffinerie. Hm? Gut, bring ich dir dann rüber. Ist da Platz, dass auch alles reingeht? Ich bräuchte den Anhänger dann wahrscheinlich. Müsste eigentlich alles reingehen. Gut, bring ich dir gleich rüber. Jo, danke. Tschüss. Das ist einfach, wie viel du hast, ne? Jo, mach ich dann. Jo, danke. Tschüss. Will der mich einfach über den Tisch ziehen? So nicht, mein Freund.
So, jetzt mache ich aber, glaube ich, kurz den Streifen hier noch fertig. Mühsame Arbeit mit dem kleinen Tiefenlocker. Also wenn ich 30.000 Liter Raps hätte, würde ich so 17.000 Euro kriegen. Ist der eigentlich schon auf dem Weg? Ich brauche erst den Anhänger, sonst bringt mir das nichts. Bringe ich kurz den Raps zum Jürgen und dann fahre ich ins Sägewerk runter. Volker Varuna, hallo. Hallo, Richter. Ja, war ja klar. Ja, haben Sie ein Auto für die Fahrprüfung oder soll ich eins besorgen? Ich hätte eins. Ich komme mit dem dann direkt hoch. Was für eins? Eins mit vier Rädern. Nee, was für eine Marke für eins? Warum? Weil es gut wäre, wenn es ein Audi wäre. Aber das müssen. Muss auch kein Audi sein, das kann nur ein Audi sein. Es hat vier Räder und ein Lenkrad. Und eine manuelle Schaltung. Ja. Okay, das ist vernünftig, Herr Müller. Ja, ja. Der Herr Tristler kommt bei Ihnen jetzt gleich die Holzkohle abholen. Jupp, der ist eben an mir vorbeigefahren. Echt? Mit einem großen Anhänger? Mit einem sehr großen. Ich glaube, die Gemeinde hat viel Geld. Nee, der fährt nicht für die Gemeinde, der fährt privat. Ah. Samt privaten Sachen. Okay. Jo. Wie gesagt, der ist auf dem Weg. Jetzt nun mal so rein theoretisch eine Frage. Wäre es nicht mal sinnvoll, hier einen Bürgermeister einzustellen? Warum Bürgermeister? Wir haben extra einen Gemeinderat. Ja, gut, schon auch wieder. Das Problem mit dem Bürgermeister ist, dann haben wir wieder so eine diktatorische Entscheidung. Ja, stimmt auch wieder. Und aber der kann doch den Gemeinderat hinzuziehen. Nee, der Gemeinderat ist ja sozusagen der Bürgermeister. Wann gibt es da eigentlich schon mal neue Wahlen oder bleiben die jetzt erstmal längere Zeit so? Muss man gerade überlegen, wie lange geht die Legislaturperiode schon? Weiß ich auch nicht. Müsste ich mich mal mit meinen Gemeinderatskollegen bequatschen. Okay. Was da die Fristen sind, die weiß ich gerade gar nicht. Okay, gut. Dann hören wir uns ja morgen früh. Jo. Kommen Sie an hoch? Um 8 bin ich oben, denke ich. Jo. Schönen Tag dann noch. Tschüss. Alter, will der sich zum Gemeinderat aufstellen lassen, oder was? Zum Bürgermeister? Ja. Volker Varuna, hallo. Hallo, Trister hier. Ich wäre gerade im Holzkohleproduktion. Jupp. Soll ich die Paletten einfach mitnehmen? Ja, ja, klar. Also, okay. Da müsste ein Telelader rumstehen. Ja, da ist eine Schaufel dran. Da müsste auch irgendwo eine Palettengabel liegen. Da haben Sie ungefähr eine Ahnung, wo die rumliegen könnte? Moment, alles GPS gesteuert. Ja, hinten bei den Leerpaletten. Ah, okay, dann mache ich das. Soll ich Ihnen nochmal Bescheid geben, wenn ich fertig bin, oder passt das dann? Das passt. Okay. Dann schönen Tag. Dankeschön, tschüss.